Jo Leute und herzlich willkommen zu meiner kleinen Texture-Pack-Vorstellung. Ich will euch heute mal meinen 10K-Pack zeigen und wir spielen jetzt ein paar Runden auf Temulia. Bis gleich. Da sind wir auch schon in der ersten Runde. Als allererstes wollte ich natürlich mal gesagt haben, von wem das gute Texture Pack denn kommt. Und zwar ist das vom lieben Portal Skater. Ich habe ihn selber gefragt, weil ich einfach seine Texture Packs mega feier. Und ich meinte halt so, yo, ich brauche noch ein 10K-Pack, hast du Bock das zu machen? Und normalerweise kosten die Dinger was bei ihm, er hat es mir dann umsonst gemacht. Und ja, ich bin mega zufrieden mit dem Texture Pack. Ihr seht schon, die Angel hat auch eine kleine Animation. Ich weiß nicht, ob das im Video richtig rüberkommt. Aber ja, sie ist halt ein wenig animiert, sage ich mal. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Kampf hier. Damit wir den auch direkt gewinnen. Das Fadenkreuz habe ich auch ausgewählt. Ist natürlich ein Default-Edit, einfach weil man damit am meisten FPS hat. Und es halt einfach für PvP auch am besten geeignet ist, meiner Meinung nach. Und, ja, auf jeden Fall. Check Portal Skater mal aus. Er hat, wie gesagt, das Texture Pack gemacht. Okay, hat er sich jetzt ausgelockt oder? Okay, ich glaube, er hat sich ausgelockt. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch in der zweiten Runde. Ich wollte euch natürlich jetzt nochmal das Inventar zeigen. Und zwar ist das, finde ich, das Geilste am ganzen Texture Pack. Der Kollege muss mich halt einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann kann ich euch das mal direkt zeigen. Hier seht ihr es, da ist mein Skin mit dem Hashtag 10K auf der Hand. Das sieht so geil aus. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das im Video rüberkommen wird. Aber es sieht, wenn man es benutzt, echt geil aus. Und ich kann es euch nur empfehlen, euch das mal runterzuladen. Ich bin mega zufrieden damit und auch richtig stolz, dass ich so ein Texture Pack jetzt habe. Das werde ich auch auf jeden Fall, denke ich, jetzt erstmal in den Aufnahmen verwenden. Davor war ich ja immer so einer, der seine Texture Packs gefühlt in jeder Aufnahme verändert hat. Oh, kriege ich den in die Lava? Ja, nice. Okay, es hat mir jetzt gar nicht mal so viel gebracht, weil er sich sofort gelöscht hat. Aber naja, gut. Der hat gerade geleckt. Okay, der hat Goldapfel gegessen. Jetzt wird's eng. Nice Combo. Und der ist down. GG, okay. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch ein kleines Feature von dem Texture Pack zeigen, aber dafür müsste ich mal sterben. Deshalb, lasst mich jetzt einfach mal kurz umbringen, damit ich euch das zeigen kann. Wenn mich jemand tötet, dann steht hier minus 10.000 Subs. Ich weiß nicht, das war jetzt relativ kurz, aber wenn ihr es nicht gesehen habt, drückt da einfach mal auf Pause. Ist auch eigentlich mega lustig und sowas liebe ich halt einfach an Texture Packs, wenn man so merkt, dass da so ein bisschen Liebe hintersteckt. Und naja gut, ich wollte es euch nur mal kurz eben zeigen. Wir spielen noch ein paar Ründchen. Bis gleich. Und was ich noch gesagt haben wollte, das ist jetzt nicht die einzige Vorstellung. Ich werde mir noch eine Montage machen lassen. Aber dafür muss ich halt erstmal ein paar Clips erspielen. Und ich wollte euch das Pack einfach raushauen. Weil es ist eigentlich ein 10K-Pack. Und ich habe jetzt schon die 11K. Und irgendwie hätte ich jetzt noch länger gewartet. Ja, wäre das natürlich irgendwann auch lächerlich gewesen. Deshalb, dazu wird noch eine Montage kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Das ist von Kollegen von mir, die das echt richtig gut können. Die haben auch die von Baumblau gemacht, zu seinem 10K-Special. Und ich bin mega gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Aber jetzt erstmal hier konzentrieren, damit ich den hier auch bekomme. Okay, der hat irgendwie MLG Water gemacht. Aber anscheinend gefailed, weil ich habe seinen Volldamage gehört. Oh Gott. Da hat er mir mal richtig gute Hits gegeben. Er hat sich mit Lava gelöscht. GG an dich, Mann. Oh, das ist blöd gelaufen für ihn. Na gut, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Bis gleich. So, jetzt zum Ende spielen wir nochmal einmal auf der Varo-Map. Bin mal gespannt, was es jetzt hier geben wird. Wir spielen gegen Spectrocrafter. Okay, der will anscheinend erstmal einen Bo-Kampf. Komm, was machst du jetzt? Okay, ich habe ihn besser gehittet mit dem Bo. What the fuck? Wie ist er da gerade rumgejumpt? Das sah gerade mega komisch aus irgendwie bei ihm. Aber erstmal Jappeln, wir haben noch den Heiltrank, er nicht. Das heißt, wir sind eigentlich klar im Vorteil. Auch wenn er uns gerade jetzt im Bo-Kampf ein bisschen krasser gegeben hat und uns gute Hits gibt, denke ich, dass wir den Kampf auf jeden Fall haben sollten. Oh Gott, jetzt wird's eng. Ein Herz nur noch. Jetzt mal erstmal noch Goldapfel rein und dann gehen wir rauf. Okay, der verfolgt mich natürlich. Geh weg! Hau ab! Okay, gut, er lässt mich, glaube ich. Jetzt noch ein bisschen Bo-Spam. Und dann rauf. Ja, der ist, glaube ich, jetzt richtig low. Das Wasser wird ihm jetzt nicht mehr allzu viel bringen. Ja, GG.
Brauchten wir gar nicht den Heiltrank, hat trotzdem geklappt. Und ja, Leute, das war auf jeden Fall ein guter Kampf. Und wie gesagt, ladet euch das Texture Pack runter, schaut mal bei Portal Skater vorbei. Ich bin mit dem Pack mega zufrieden. Und ja, wenn es euch auch gefällt, dann lasst eine Bewertung da, ladet es euch runter. Und natürlich, ich freue mich auch immer, wenn Abonnenten mir irgendwelche Videos mit dem Pack schicken. War ja bei meinem alten Pack genauso. Also, wenn ihr das macht, könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde jetzt auch wieder aktiver werden. Also, vielleicht kommt auch schon morgen das nächste Video, keine Ahnung. Aber ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao.